Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Lil Lion King featuring Big Boss Cola Light. Das offizielle Musikvideo, was jetzt endlich draußen ist mittlerweile. Der Gude ist so genau wie ich ein Mainzer Rapper, der vor kurzem mit mir in Kontakt gekommen ist. Ich freue mich schon auf dieses Video zu reagieren, den Song angehört habe ich noch nicht. Deswegen wird das ziemlich cool als erster Eindruck. Video ist ziemlich cool gehalten, es ist ein 9:16 Format, wo die ständig quasi Sachen mit dem Handy abgefilmt haben, was einen ziemlich coolen Vibe erzeugt. Plus, die haben auch, glaube ich, den ersten Live-Auftritt des Songs mit ins Video genommen. Was kann ich über den Dude sagen? Er ist wirklich ein starker Rapper mit vielen verschiedenen, diversen Fähigkeiten, die sich gut zusammen summieren. Er macht auch sehr, sehr oft Songs, also es kann manchmal passieren, dass der Typ quasi eine komplette EP in einer Woche macht. Absolutes Production Beast. Und da ist auch was in der Pipeline von ihm und mir. Ein Song, der theoretisch nur noch gemischt werden muss, wenn ich mich mal dazu bequeme, zwischen meinen 10.000 anderen Projekten. Bombe geworden, wirklich bester Double-Time-Track, den ich jemals gemacht habe, geht schon in die Worldwide-Choppers-Richtung. Gefährlich, kommt ganz gefährlich, wie der liebe Apo Red sagen würde. Und jetzt ohne weiteres starten wir erstmal rein. Let's go. Wird wahrscheinlich ein Party-Track. Da war sogar politischer Kontakt im Video. Ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel, viel Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich regel, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich find Zucker geil. Wie du mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel, viel Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich regel, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich find Zucker geil. Wie du mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Ich finde den Vibe vom Video geil. Wenn ich es jetzt manchmal komisch finde, dass es wechselt von jetzt doch weg von 9:16, doch manchmal breiter, doch manchmal nicht so breit. Gut, aber kann man wahrscheinlich doch gut in die TikTok-Formate mit einblenden. Ich mag den Style, ich find's cool, wie das performt wird. Da kommt echt ein geiler Vibe rüber. Und das war ja unverkennbar gerade die Hook. Mix finde ich gut. Ich finde, es könnte noch ein bisschen kohärenter mit dem Beat sein. Aber an sich harmoniert seine Stimme sehr gut damit. Es hat halt diesen geilen Vibe, es wirkt so ein bisschen Rave-mäßig, ne? Also 4-on-the-floor-Kick die ganze Zeit. Später kommt dann noch dieser coole Hi-Hat-Rhythmus mit dazu und er float da lässig drüber. Das erinnert schon fast so ein bisschen an TJ Beast Boy bei seinem Hyper-Real-Rave-Lord-EP-Album-Gedöns. Ist ein EP. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, ist, wenn er sagt, ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt, dass dieses jedes da so mit reingequetscht ist. Nimmt kleines bisschen die Soundästhetik, aber das ist nur ein minimales Ding, ansonsten geiles Teil. Digga, was für Montag bleibt. Ich regel, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich find Zucker geil. Wie du mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Ich tanze im edlen Kopf. Zucker geil, wie du noch Socken. Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Bin am Rocken, Mann, hab nur noch Socken an. Die können noch darauf schauen. Männer sind im Schock gefangen, denn ich wirke zu aufbrausend. Schönes Kreuzreimschema. Einmal Schock gefangen, dreisilbig und aufschauen, beziehungsweise aufbrausend. Wobei der eine Silbe nicht gereimt ist, nochmal zwei Silben am Ende. Ist cool, schon versiert. Mainzer Bahnhof, geil. Coole Video-Performance wieder mal. Stimme ist sehr nah, sehr viel Saturation drauf, wirkt schon fast wie Distortion. Ist wahrscheinlich gewollt als Stilmittel. Ich finde, aus irgendeinem Grund wird das nicht so ganz mit dem Beat matchen im Mix. Vielleicht sind das minimal die Lautstärkeverhältnisse, die angepasst werden müssen. Und der Reverb, also der Hall, der auf der Stimme liegt, matcht einfach nicht so ganz mit dem Reverb im Beat. Hab nur noch Socken an, die können noch darauf schauen. Männer sind im Schock gefangen, denn ich wirke zu aufbrausend. Frauen schauen mich verlockend an, doch ich will ne Sprüche raushauen. Wusste nicht, dass es so bocken kann, hier gibt's keine Verschnaufpause. Hänge ab mit Traumfrauen, wir tut mit euren Saufplots. Sie können's kaum glauben, langsam wird es laut draußen. Lass die Polizei doch auftauchen, die Mucke bringt's. Junge, so viel Stuff. Also da haben sie sich bei den Kostümen und Requisiten schon Mühe gegeben. Und auch bei den Darstellern, wobei mir die Frau ja schon leid tat, wie sie gerade geguckt hat. Kann's kaum glauben, langsam wird es laut draußen. Lass die Polizei doch auftauchen, die Mucke bringt sogar sie dazu. Die Arme, Alter. Ich hatte absolut keinen Bock. Und der Typ aber schon. Gut, dass sie dich im Kaufhaus ausrauben. Selbst ein Kucker fährt zu Downtown. Mein Kater hört die Mucke und macht jetzt wow wow. Und deine Oma fragt mich nach einer Runde Mau Mau.
Frag mich noch einer, Rodo. Ja, das hätte man sauberer rappen können, aber an sich ist es ansonsten cool. Stimmeinsatz erinnert mich auch schon wieder sehr an TJ Beast Boy. Das ist also dieses von oben herab, mega aufgesetzt, aber auf eine coole Art und Weise. Downtown, mein Kater hat die Mucke und macht jetzt wow, wow. Und deine Oma fragt mich nach einer Runde Mau, Mau. Ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel, viel Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich rege, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich find Zucker geil. Vito, mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Mimik ist schon witzig. Was? Cooler BH. Tanz im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel, viel Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich regel, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich find Zucker geil. Vito, mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Erste Rap-Video, wo ich jede Street-Location irgendwie kenne, Alter. Meins, Alter, die City. Zucker geil, Vito, mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Sie trinken Belvedere, doch Coke gefällt mir mehr, weil es ohne sie nicht dasselbe wär. Kann sein, dass ich bald die Welt beherrsch. Oh shit, doch nicht, mein ganzes Geld ist leer. Hol die Pflanze schnell noch her, werd mich selbst... Ich finde, manchmal hat er so ein kleines Problem, was die Klarheit von seiner Aussprache geht, zum Beispiel Pfandflasche, ne? Sagt er nicht Pfandflasche, sondern Pfandflasche. Pfandflasche. So, weißt du, geht so, da geht der Mund nicht so richtig auf. Aber ansonsten finde ich das cool. Auch hier, weil wir der die Reimkette dreisilbig ist cool. Doch nicht mein ganzes Geld ist leer. Hol die Pfandflasche schnell noch höher. Werd mich selbst beschämt, dass sich etwas lernen, passiert selten. Ich muss auch nochmal sagen, also wirklich die Mimik hier in den Videos, die ist schon sehr geil, Alter. Die Fressen, die er da teilweise zieht. Props übrigens auch wegen dem Naruto-Manga. So schnell noch höher, werd mich selbst beschämt, dass sich etwas lernen, passiert selten. Ich bin Klassiker, bin Klassiker, eure Augen werden glasiger. Ja, das geht schon Richtung Bad Bar, ne? Also Klassiker, glasiger. Ah. Na, das ist so wegen der Aussprache nicht ganz sauber. Also das Bit geht nicht so ganz auf. Es ist nett, aber mir auch nicht. Das war ein cooler Flow gerade. Also. Wie er da kurz auf die 32. geht, das kam sehr sauber gerade. Klassiker, eure Augen werden glasiger. Du ist Kaviar, ich hab jetzt ein Kentucky damit. Auch wenn ich es nicht ganz verstanden habe. Knoblauchsoße, nämlich Magier. Kann sie faszinieren, sie filmt mich doch, ich faszinier an. Das war auch ganz cool, wie er gerade mit der tiefen Stimme reingekommen ist. Das hat nochmal Abwechslung reingebracht. Variation kann er. Also das kann er wirklich. Also wenn es eine Sache gibt, wo er eine richtige Stärke hat, dann geht es um die Variation. Also dann auf jeden Fall bei der Variation seiner Betonung, wie er das einsetzt. Unglaublich geil, also das hat er wirklich raus. Mit Knoblauchsoße, nämlich Magier. Kann sie faszinieren, sie filmt mich doch, ich faszinier an. Hab hier für lange Faszinieren und faszinieren. Ja, Bro. Ich ahne, was er versucht. Aktiviert, was hab sie aktiviert? Doch ich hole mir lieber eine neue Cola-Dose. Ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke ihr. Ah, es war doch ein Red Cat unten, Alter. Jedem so viel für Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich rege, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch ich will. Da sind so viele geile kreative Ideen im Video hier am Mainzer Hauptbahnhof. Die ganzen Leute, die da mit reinkommen. Und auch das, wie er gerade beim Auto hinten durchgelookt hat und so. Also, das feiere ich ja schon. Zuckergeil. Da ist auch ein Haufen Selbstironie mit drin. Vito, mein Oberteil, oh, nice, hab doch gar keins. Ich tanze in edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel. Auch nochmal geflext mit seinem ersten Live-Auftritt. Mega geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Hab ich auch mal wieder Bock drauf. Fett. Den edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Light. Schenke jedem so viel, viel Cash steht's in die Luft, Digga, was für Montag bleibt. Ich regel, wenn ich regeln muss, jeder redet Schuss, doch. Ja, die Jungs kenn ich doch auch. Ich find Zucker geil, Vito, mein Oberteil, oha, nice, hab doch gar keins. Ich tanze im edlen Club, jedes Mädel guckt und trinkt ne Cola Zero. Was ist denn los mit dir? Chimmer, was ist denn los mit dir? Kollege der Boss, ich chille und flow mit Klein und trinke mit ihm ne Coke Light. Wir sind schlagbar, wir haben klopfte Schlagsahne. Du bist mein Butler und der Imperator, ich spreche mit dir im Imperativ, also Schlagsahne. Fand ich funny. Ja, hat er mir auch erzählt, wie er bei diesem Kollegatreffen mit dabei war und auch mega geil den Farid imitiert hat. Ich finde die Farid-Imitation von ihm auch am besten. Ja, war funny, wie er den Kolle da noch eingeblendet hat. Das hat so einen coolen Schocker-Moment am Ende nochmal gehabt. Lines, Schlagsahne, ganz im Ernst. Sag ich lieber nichts zu, Alter. Nicht so stark, aber der Rest ist Bombe. Er hat auf jeden Fall musikalische Stärken. Ich mag die Lines, die er hat, auch gerne. Also, das ist schon funny, weißt du, bei ihm darf man halt nicht so in Richtung gehen, oh, krank, Alter, konstant lyrisches, mega Supergenie.
sondern vieles ist auch einfach funny und cool zum Weglachen und auch cool, wenn du im Suff bist. Und so muss man das Ganze auch auffassen. Also eigentlich, so wie ich mir die gerade eben die Worte schon geschnappt habe und alles so mega klein analysiert habe, so sollte man es vielleicht auch gar nicht machen. Ich finde es, wie gesagt, den Frame, den er da erschafft, den hält er richtig gut und er powert da cool durch. Ich finde, es ist einfach ein geiler Song. Auch geil, Alter. Also die Moves, die er da auch gemacht hat. Mega cooles, kreatives Video. Kriegt auch ein Like von mir. Feier ich. Gucken, was da in der Beschreibung steht, da gucke ich ja gerne mal rein. Das Musikvideo zu meinem neuen Song Cola Light ist nun endlich draußen. Der Song ist eine Mischung aus Rap, House und Techno und das Video ist einfach ein Zusammenschnitt aus unserem verrückten Alltag. Ich wünsche euch puren Spaß und Unterhaltung bei dieser einzigartigen Komödie. Hab euch alle lieb. Peace, Alter. Peace. Wirklich fett geworden. Gebt dem Jungen mal ein bisschen Liebe, der hat aktuell 400 Abonnenten, das ist noch weniger als ich, das kommt sehr, sehr selten vor. Dabei hat er unfassbares Talent. Schreibt ihm mal einen netten Kommentar von mir, wäre ich euch sehr, sehr, sehr dankbar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Abgefuckte Scheiße in meinem Kopf, zieh an der Pfeife, bin verloren im dichten Nebel, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Kenne den Scheiß, bitte, wann wird das zu Ende gehen? Gebe keine Fick und lass mich treiben, wie Kevin James, Heavyweight, fly wie die Emirates, wippe dabei locker zu dem Beat, Miami Bass.